Hallo und herzlich willkommen zurück zu Garden Witch Live. Ja, in der letzten Folge sind wir ins Bettchen gegangen und jetzt ist es schon wieder komplett dunkel hier. Es ist schon wieder im Regnen. Oh ja, es ist im Regnen. Das heißt aber dann auch, dass ich meine Pflanzen nicht gießen muss. Das ist schon mal positiv. Dann schauen wir uns doch mal einmal an, ob sich hier schon irgendwas getan hat bei den Sachen, die wir hier gemacht haben. Noch hat sich nichts getan, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schlafen gegangen bin. Oder habe ich das jetzt irgendwie vergessen, schlafen zu gehen? Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, weil es hat sich so gar nichts... Och ja, ist ja gut. Es hat sich so gar... Alter, es hat sich so gar nichts getan. Wir sind jetzt beim Grünschnitt. Einen Tag braucht es noch, bis das durch ist. So, und das ist der erste Tag. Ich glaube, ich habe tatsächlich vergessen zu schlafen. Es tut mir so leid, ihr Lieben. Es tut mir so leid. Dann können wir natürlich nicht nachgucken. Es hat mich schon gewundert, warum das nicht 6 Uhr morgens ist, aber... Ich bin eigentlich davon... ja. Hier ist so richtig Gras wieder gekommen. Ja, cool. Das heißt, wir nehmen dann... ja gut, das hier dauert wahrscheinlich noch was länger. Das ist Löwenzahn. Wieso ist der immer noch bei der ersten Stufe? Der hat doch alles. Der hat Dünger. Ja gut, Regen geht jetzt natürlich ein bisschen runter, aber... Dass der jetzt in der zweiten Stufe wäre zum Beispiel, das kann ich ja noch verstehen. Aber warum die erste Stufe, das verstehe ich nicht so ganz. Naja, okay. Hier vorne, wie lange brauchen unsere... Ach, die können wir schon einsammeln, oder was? Brennnesselblatt. Brennnesselblüte, Blatt. Ach so, das sind gar nicht die Stadien. Oder hat sich das jetzt nur geändert, weil das ausgewachsen ist? Moment, das möchte ich jetzt mal eben... Aber das hier sind doch die Stadien, oder? Bin ich jetzt hier total durcheinander? Ich weiß es gerade, ehrlich gesagt, nicht. Okay, gut. Dann, das war jetzt der Kompost. Die Blätter für den Tee haben wir endlich wieder. Das heißt, den können wir jetzt auch wieder machen. Mal schauen. Ich will jetzt nicht wieder, ne? Ich will jetzt nicht wieder was falsch machen hier. Also, das war die Brennnesselsuppe. Die machen wir nochmal. So, wie war das jetzt? Wasser zweimal hinzufügen. Achso, das hier. Zack. Zack. Erwärmen. Nicht zu viel erwärmen. So. Dann Brennnessel fünfmal hinzufügen. Und rühren. Muss ich das im oder gegen den Uhrzeigersinn machen? Ich weiß es nicht. Okay, dann gehen wir jetzt als erstes mal zu den guten Kaktus, dessen Namen ich vergessen habe. Ja, so ähnlich wie Mia oder so? Mira oder so? Ich habe keine Ahnung. Kann man das Ding eigentlich auch unterwegs benutzen? Ja, wahrscheinlich nicht. Hier wächst wahrscheinlich gar nichts. Falls ich übrigens ein bisschen seltsam klinge, ich verliere zwischendurch immer mal wieder meine Stimme. Es tut mir leid. Aber ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut verstehen. Ich wollte gerade sagen, ist sie überhaupt da? Obwohl als Bäckerin, ne? Hallöchen! So, ich habe ein Geschenk für dich. Genau. Moment, Moment. Halt, nicht weglaufen. Och, jetzt... Ich habe etwas für dich. Ich muss das nämlich hier drüber machen. Nicht als Geschenk, ne? Das war, glaube ich, das Problem. Ich habe etwas für dich. Oh, für mich? Was ist das? Ein kleines Dankeschön für deine Freundlichkeit. Auf das Rezept bin ich gekommen, als ich mich um meinen Garten gekümmert habe. Mir ist aufgefallen, dass er voller Möglichkeiten ist. Ich wollte diesen Teil meines neuen Lebens mit dir teilen. Ich habe noch so viel zu lernen und zu entdecken, aber das kann ich nur dank dir tun. Gameplayerin, das ist so aufregend und so rücksichtsvoll von dir. Oh, das Gericht, das du gemacht hast, sieht unglaublich aus.
Und es schmeckt auch noch gut. Deine Kochkünste sind wirklich gut. Weißt du was? Ich glaube, du könntest das tatsächlich verkaufen. Was? Ah, ich bin mir nicht sicher. Hihi, das ist natürlich nur meine bescheidene Meinung. Du kannst machen, was du willst. Aber wenn du interessiert bist, hast du zwei Möglichkeiten. Du könntest es am Hafen über die Magikauf-Verkaufskiste verkaufen, wo es in die ganze Welt geliefert wird. Oder du könntest sie vor Ort in der Gemeinschaftskiste verkaufen. Ach so, das ist zum Verkaufen. Was ist der Unterschied? In der Magikauf-Verkaufsliste kannst du also wirklich alles verkaufen. Egal was es ist, egal wie gut es ist. Lege irgendwas hinein, sammle am nächsten Tag Münzen aus der Verkaufskiste. May, ach ja, so hieß die. Oh, wow. Ja, aber normalerweise bekommst du nicht viele Münzen dafür. Also musst du hart arbeiten, um den Wert wieder reinzuholen. Oh, aha, ich verstehe. Die Gemeinschaftskiste ist anders. Da es für die lokale Gemeinschaft da ist, geht alles etwas langsamer. Wenn jemand etwas braucht, holt er es aus der Kiste. Das kann ein paar Tage dauern, aber jeder wird einen fairen Preis zahlen. Oh, das klingt gut. Ist das nicht viel besser als die andere Kiste? Ja, das finde ich auch. Aber es gibt nicht viele von uns hier, also wegen des ganzen Trubels, der aus den Großstädten herüberschwappte, haben die Leute die Gemeinschaftskiste irgendwie vergessen. Aber vielleicht kann sich das ja ändern, jetzt wo du frischen Wind in die Stadt bringst. Ah ja, lass uns gemeinsam die Gemeinschaftskiste wiederbeleben. Das ist die richtige Einstellung. So, was ich gerne machen würde, ich würde mal gerne was ausprobieren. Und zwar, ich nehme noch mal das Zeug hier für den Kuchen mit. Oh, dieser Kopf, ne? Das triggert mich so unheimlich. Kühlschrank, genau, an den Kühlschrank muss ich. Musste ich alle fünf Zutaten mitnehmen? Ich glaube ja, ne? Ach, das ist ein Ei. Ich wollte gerade sagen, die Kartoffel auch. So, dann einmal das. Ja. Das Schöne ist, man muss das nicht selber machen. Nee, du kannst mir gar nichts machen hier. Geh weg. Geh weg, ich brauche hier. So. Zucker, Butter, Milch, Teig. Einfach nur Teig, aber das Rezept hat sie mir noch nicht gezeigt, ne? Kuchenteig. Kuchenteig ist das, was ich hier auch benutze. Achso, zweimal Milch. Ah, ja. Das kriege ich hier nicht, ne? Ich habe jetzt noch nicht mal mehr. Okay, wir probieren. Geh mir doch mal aus dem Weg hier. Hallo. Musst du gerade jetzt hier durchgehen, wenn ich raus möchte? Wir probieren das jetzt mal aus und auch, wie viel wir dafür bekommen würden. Verkaufen. 46 Gold. Okay. Das heißt, hier wäre das dann mehr, was ich kriegen würde. Andererseits, sind wir mal ganz ehrlich, wer möchte hier denn überhaupt Kuchen haben? Obwohl, da ist ein Pfeil dran. Ja, 50. Ach so, für zweimal. Nee, oder? Ja, wieso steht da 4? Ach, Moment. Ach so, ich habe jetzt nur noch 50. Jetzt weiß ich nicht, was ich vorher hatte. Das heißt, ich habe jetzt pro Kuchen 2 Gold gerade mal bekommen. Mehr nicht? Wollt ihr mich veräppeln oder was? Wollte ich mit dir eigentlich auch nochmal sprechen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ach so, der hat die Samen verkauft. Tja. Ich weiß halt nicht, wenn wir jetzt Kartoffelsamen kaufen würden, wie viel wir jetzt für die Kartoffeln kriegen würden. Also die Samen würden 30 kosten. Wir können das hier mal ausprobieren. Weil wir brauchen halt Geld, um
Bei dem einen sozusagen freikaufen zu können, wie viel waren das? 200, glaube ich. Um da sozusagen freikaufen zu können, dass wir mehr kaufen können, halt. So hört sich dämlich an, aber ist tatsächlich so. So, Kompost. Moment, habe ich denn hier noch irgendwas? Nee. Habe ich jetzt nichts, was ich reintun könnte. Aber kann ich mir ja wieder besorgen. Ist ja jetzt kein Problem. Wir brauchen. Ah doch, ich habe hier noch was. Grünschnitt. Ob man das auch da reintun kann? Ich bin mir nicht sicher. Hey, was suche ich denn jetzt eigentlich gerade? Moment. Kuchen kann ich verkaufen. Der bringt aber nicht viel. Ach so, die Kartoffeln. Genau, die Kartoffeln wollte ich. Ah, da bin ich natürlich im Falschen. Ich war jetzt gerade echt am Überlegen. Jetzt haben wir natürlich nicht viele Kartoffeln. Das Problem ist halt, ich kann die nicht splitten, ne? Ah, doch. Ach, man muss die rechte Maustaste länger gedrückt halten. Okay. Jetzt hat er die komplette genommen. Also gerade hat es noch funktioniert mit rechte Maustaste gedrückt halten. Jetzt funktioniert es nicht mehr. Oder geht das nur hier? Nee. Hier geht es jetzt auch nicht mehr. Keine Ahnung warum. Wir nehmen jetzt mal einfach die drei Kartoffeln mit und gucken mal, was wir dafür an Geld kriegen. Weil wenn wir dafür jetzt natürlich gut Geld kriegen würden, das wäre dann vielleicht so ein bisschen, weil dann ist mir das ja egal, weil Essen brauche ich ja nicht. Weil immer wenn ich was gegessen habe, damit ich halt nicht umkippe, dann geht das trotzdem schneller hoch. Also das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie gerade vielleicht verbuggt ist oder so, keine Ahnung. Ich denke mal nicht, aber ich habe es halt wirklich nicht verstanden, warum, wenn man was isst, ne? Warum das dann hochgeht. So. Ja, ich kann es halt immer noch nicht machen, keine Ahnung. So, ach so, hier. Dafür habe ich jetzt 12 bekommen. Ist auf jeden Fall mehr. Was habe ich eben gemacht? Den Kuchen, ne? Ist auf jeden Fall mehr als der Kuchen. Wobei, den sollten wir trotzdem einmal am Tag mitnehmen. Wie viel haben wir denn noch da? Wenn das jetzt 4 gibt, ist natürlich jetzt auch nicht so viel. Was ist denn, wenn wir Dünger zum Beispiel verkaufen würden? Moment, ich mache mir am besten mal eben eine Liste. Was habe ich jetzt? Also, Moment. Der Kuchen. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, was wir bei dem anderen bekommen haben. Gerade, das waren auf jeden Fall Kartoffeln. Da haben wir 4 bekommen. Ja gut, in der Kiste müssten wir jetzt mal ausprobieren. Aber das Blöde ist halt, man kann die nicht einzeln reintun. So. Wir probieren jetzt. Ach Moment, den Dünger habe ich doch dabei. Aber ich will jetzt nicht den ganzen Dünger da. Ha, das ist doch doof. Wieso kann man das nicht splitten? Moment, ich guck mal eben bei der Steuerung nach, ob es da irgendwie. Oder gibt es einen Trick mit Shift eventuell? Also es geht halt, ne, beim Rechtsklick geht halt unten dieses auf. Das Problem ist. Ach, das muss man ziehen. Aber er nimmt es trotzdem nicht an. Das ist gut. Das ist immer gut. So, dann nimm mal 2 an. Vielleicht. Wieso macht er das denn nicht? Also man kann es auswählen. Auf 2. Wenn ich links drücke, tut sich nichts. Shift, Steuerung, Alt tut sich auch nichts. Wenn ich loslasse. Oder muss man das eventuell dann hier oben reinziehen direkt. Nee. Aber das ist wohl so gedacht. Also, dass man rechte Maustaste gedrückt hält und dann hier so ziehen kann. Aber warum der dann einfach so hin und her switcht, anstatt das wirklich zu teilen.
Das fragt mich jetzt bitte nicht, ob das eventuell jetzt wirklich ein bisschen verbuggt ist oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Was machst du denn hier? So mitten auf dem Weg. Ja, pass auf, dann kriegst du auch ein bisschen Dünger ab hier. So. Und dann auch ein bisschen Wasser. Dann wächst du zwar hier mittendrin, aber das soll mir ja egal sein. So. Okay. Sind wir jetzt drüber gestolpert. Ist nicht schlimm. Gut, Dünger. Ich hatte mir doch jetzt was da reingetan, ne? Na gut, ich hatte mir jetzt 70 da reingetan. Das ist natürlich jetzt. Wenn das irgendwie. Ach, hier funktioniert das jetzt. Oder funktioniert das nur im Inventar nicht? Moment. Jetzt will ich das aber wissen. Wenn ich da jetzt das so mache und nur eins reinmache, das funktioniert. Wenn ich mir die jetzt aber nehme und da reinmache und da das Ganze was splitte, das funktioniert auch. So. Wir machen das jetzt einfach mal so. Wir lassen das nochmal ein bisschen kompostieren. Ihr wisst, was ich meine. Haben wir denn noch irgendwelche Samen? Ach so, doch, genau. Wir haben ja noch Samen. Wir könnten. Aber das ist Löwenzahn. Möchte ich zwar auch reinmachen. Aber möchte ich jetzt nicht unbedingt hier vorne reinmachen. Vielleicht mal hier. So. Ich weiß jetzt nicht, wenn das überlappt, hat das vielleicht irgendeine Bedeutung? Ich mache die jetzt mal einfach so, dass die jetzt alle hier so ein bisschen überlappen. So. Nein. Ach, Mann. 7. Dann ist hier immer noch nichts drin. Die Frage ist. Was ist, wenn das jetzt mit dem. Weil wir müssen mal so ein bisschen experimentieren hier, ne? Was ist, wenn das jetzt auch noch zusätzlich mit dem Gras hier so ein bisschen überlappt? So, das und das, die überlappen so ein bisschen. So. Auch nicht. Ich weiß immer noch nicht, was die beiden Dinger hier unten bedeuten. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich meine, wir sind ja hier experimentell unterwegs momentan. So, das düngen wir ein wenig. Dann haben wir noch. Fällt mir ein, ich habe, glaube ich, noch gar nichts mit dem Hammer gemacht, ne? Das bewässern wir. Ich bin mir nicht sicher, aber ich sag mal, das müssten wir wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen bewässern hier. Ist auch wenig Dünger jetzt da, ne? Haben hier nochmal was rein. Klatsch. Klatsch. Hat der noch genug? Ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, der hat jetzt auch gerade. Farbe gewechselt so ein bisschen, oder? Hier, der hat kein Wasser. Ich habe doch gerade das Wasser da reingeschüttet. So, willst du mehr Wasser haben? Ist es das? Okay. Gut. Der kann auch fast immer blühen. Das ist auch gut. Löwenzahn. Haben wir jetzt nur noch einen Löwenzahn? Wir haben nur noch einen Löwenzahn. Na komm, den einen können wir jetzt auch noch dahin machen, oder? Sieht zwar jetzt gerade so schön perfekt aus hier. Ne, so richtig so in Reih und Glied. Machen wir das hier mal mit dem so ein bisschen. Zack. Ein bisschen Dünger drauf. Muss immer erst gucken hier mit den Nummern, wo ich jetzt drauf drücke. So, das mit dem Kompost, das können wir erstmal lassen. Dann, was haben wir denn hier noch alles? Moment. Ja. Okay, das funktioniert jetzt. Dann haben wir mal eine Tomate. Ach, wir können noch Brennnesselsamen machen. Genau, die setzen wir auch mal mit rein. So, eine Tomate. Oder natürlich, wir könnten fertiges Essen machen. Ich denke mal, dass fertiges Essen wahrscheinlich mehr bringen würde. Da brauche ich zweimal Birkenwasser für, aber das habe ich halt nicht oft. Kartoffel, Petersilienblätter habe ich, glaube ich, nicht, ne?
Brennnesselsaft. Ob ich Eiswürfel verkaufen kann? Man weiß es ja nicht. Ich meine, wir können es einmal probieren. Komm. Wasser hinzufügen. Kühlen. Komm. Ich habe zwar noch nie davon gehört, dass man kühlen kann mit einem Kessel, aber gut, ist ja ein Hexenkessel, ne? Zerstoßenes Eis haben wir jetzt noch. Okay. Gut, wir verkaufen oder wir versuchen mal die Eiswürfel zu verkaufen. Und das mit dem Brennnessel-Dings, die werden wir jetzt. Oh, ich bin aus Versehen nach oben gegangen. Ich wollte gar nicht nach oben gehen, ich wollte rausgehen. Sorry. Ich habe mich total vertan hier. So, die Brennnesseln, die würde ich ansonsten. Ja, ich denke mal, es ist ganz gut, wenn wir die mit den anderen zusammen machen, oder? Keine Ahnung. Machen wir hier so. Zack. Zack. Wie viel haben wir denn? 5 Stück, ne? Ja, jetzt ist das zwar ein bisschen blöd, aber was soll's. So. Machen wir noch ein bisschen Dünger drauf. Ich weiß ja nicht, was mit dem anderen Dünger ist. Ich darf hier nicht zu nah. Ja, ich wollte gerade sagen, ich darf hier nicht zu nahe gehen. Aber anscheinend macht die da auch nichts drauf. Dünger ist auf jeden Fall voll. Na gut, dann lassen wir das so. So. Kann ich die in der Mitte jetzt natürlich schlecht gießen, weil die hat ja was gegen die Pflanzen. Aber ich hoffe, das zieht dann auch, ist so ein bisschen realistisch, dass das dann auch so zur Mitte hinzieht. Dann würde ich sagen, dass wir noch einmal schlafen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber die Brennnesseln, glaube ich, brauchen was länger, ne? Brauchen länger als einen Tag. Wir versuchen es einfach mal. Ich habe es nicht mehr so im Kopf, bin ich ganz ehrlich. Ich muss auch wieder Wasser holen, fällt mir gerade ein. Moment, erstmal Wasser. Okay. Tomaten können wir wieder. Können wir auch wieder ein bisschen. Will aber nicht machen, okay. Ah, doch. Nach einem Tag sind die fertig. Ja, cool. So, okay. Was ist denn mit euch? Löwenzahn. Braucht halt ziemlich lange, ne? Aber wir brauchen ja auch irgendwann die Wurzel davon. Also wenn er dann was länger braucht, ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Hier ernten wir ja im Endeffekt nur. Achso, genau, den Kompost müssen wir noch mitnehmen. Oh, halt, Moment. So, nein, obwohl doch, einen. Einen Kompost will ich verkaufen, so. Daraus will ich dann die Suppe machen. Und wieso habe ich jetzt hier. Ach so, weil ich gerade Tomaten geerntet hatte. Ja, klar. Ich wollte gerade sagen, wieso habe ich jetzt auf einmal so viele Tomaten hier? Okay, das tut. Nein, du sollst das eben nicht machen. Och. Moment. Den dahin. Den dahin. So. Das soll gar nicht miteinander verwurstelt werden hier. So. Dann. Was braucht man da nochmal? Kartoffelwürfel, Petersilienblätter. Aber Petersilie habe ich nicht mehr, oder? Salz hätte ich sonst noch. Ich schreibe mal auf Brennnesselsuppe. Weil wir müssen dann ja so ein bisschen gucken auch, wodurch verdienen wir das meiste und was lohnt sich dann auch letztendlich zu machen oder zu verkaufen. So, zweimal Wasser erwärmen. Die Blätter hinzufügen. Und rühren. So, dann haben wir die Suppe. Und dann schauen wir jetzt mal, was wir dafür bekommen. Das Gras ist auch sehr schön. Dann könnten wir das auf jeden Fall auch schon mal abernten.
Aber was wollte... Ich meine, er wollte 200 haben. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Es ist zwar schöner natürlich, wenn wir das an die Gemeinschaft verkaufen, aber wir haben, meine ich, nicht so viel weniger gemacht mit dem hier. Deswegen, wir verkaufen mal eine Tomate. Okay, die Tomate bringt nur eins. Also ist ja jetzt nur ein Experiment, ne? Ich gehe mal davon aus, die bringen nicht allzu viel. Ich hoffe aber jetzt darauf. Dünger bzw. Kompost probieren wir jetzt noch einmal aus. Das ist auch nur eins. Das heißt, das sind alles so Sachen, die brauchen wir gar nicht erst zu machen. Die Kartoffeln sind dann schon eher, dass man ein bisschen Geld bekommt. Eiswürfel kriegen wir wahrscheinlich auch nur eins. Ja, klar. Okay, schreiben wir uns das mal auf. So, jetzt Trommelwirbel. Wie viel bekommen wir für die Brennnesselsuppe? 7. Ist natürlich schon mal gut, was? Ist bisher. Achso, die hatte ich oben schon aufgeschrieben, ich doof. Ist bisher sogar das meiste. Ja. Für den Kuchen hatte ich jetzt eben nicht so aufgepasst. Gab es jetzt nicht so viel, ne? Ich werde aber trotzdem noch mal so Kuchenteig. Aber wenn ich den Teig habe, kann ich nichts mehr rausholen, soweit ich weiß. Das ist das Problem. Aber einmal am Tag kann ich auf jeden Fall hier hinkommen und Kuchen machen. Das finde ich wiederum schon mal gut. Kann man das hier eigentlich benutzen? So. Also, da fehlt uns der Rest von der Milch. Den Teig können wir nicht machen, ohne dass die anderen Sachen kommen. Ja. Würde ich einmal den Teig machen und dann am nächsten Tag wiederkommen, dann könnte ich theoretisch ein Croissant machen. Oder? Das müsste doch gehen. Ich schreibe mir mal Croissant auf, damit ich das auch mal probiere. Das heißt, ich werde jetzt den Teig machen. Ich hoffe, dass der jetzt nicht schlecht wird dann über die Zeit. So. Hatte die oben eigentlich noch was? Die hatte nur die Truhe da, oder? Kann man auch nicht irgendwie jeden Tag mal was holen. Ich meine, die hatte eine Truhe hier. Ah, nee, okay. Ja, ist gut. Ich will gehen. Hallo. Nun gut. Dann lasse ich den Teig jetzt einfach mal drin, in der Hoffnung, dass der jetzt nicht kaputt geht. Und probiere das dann mal am nächsten Tag aus. So, das ist jetzt die letzte Aktion, die ich für heute mache. Wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir Geld zusammenkriegen, ne? Weil das ist schon. Wenn man dann für alles echt nur eins bekommt. Ja gut, für die Brennnesselsuppe 7, Kartoffeln 4. Und man muss aber so wahnsinnig viel für alles ausgeben. Also es ist schon. Es ist schon heftig dann. So, was ist denn, wenn ich hier eigentlich gieße? Das bringt überhaupt nichts, ne? Wenn ich den Weg hier vorne gieße. Ja, es wird dann in dem Moment da braun. Aber mehr auch nicht, ne? Legen wir uns nochmal hin. Muss ich hier noch irgendwas gießen? Hier hinter oder so? Ah, der hat jetzt mal eine neue. Oh, der ist schon fertig. Sicher? Weil der ist erst hier. Löwenzahnblatt. Das heißt, wir könnten theoretisch warten. Ah, doch, ich glaube, ich verstehe das so langsam. Wir könnten theoretisch warten. Je länger der da drin bleibt, umso mehr kriegst du wahrscheinlich dann das, was hier rechts ist. Das heißt, die lassen wir erstmal stehen. Was bist du denn hier?
Ach, du bist eine Brennnessel, okay. Brennnesselblatt, Brennnesselblatt. Blüteblatt. Ja gut, aber wir brauchen ja eh die Blätter. Also das können wir sammeln. Das ist in Ordnung. So, da sammeln wir jetzt auch. Löwenzahnkaffee. Ja, weil sowas in der Art habe ich mir nämlich schon. Ich dachte zwar eher an Tee, aber sowas in der Art habe ich mir nämlich schon erhofft. Dünger ist noch drin. Jetzt fängt er quasi wieder von vorne an. Ach, sag bloß, die kann ich dann immer wieder nehmen. Oder vielleicht, wenn die jetzt einmal durch sind, kann ich sie nicht mehr nehmen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. So, der ist jetzt auch bei dieser. Wir müssen uns ja ein bisschen reinfuchsen, ne? Ich habe da ja keine Ahnung von. Okay, weswegen wollte ich jetzt. Ach so, wegen dem Teig wollte ich noch eine Nacht schlafen. Das ist jetzt meine letzte Aktion heute. Ich halte euch nicht so lange auf, aber ich will halt gerne mal die Dinge ausprobieren, ne? Ich weiß, wir machen dann hier keine Quests, wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir überhaupt großartig noch Quests haben aktuell. Den Gefallen erwidern. Nee, wir haben nur noch das mit dem bezahle Tin. Ach so, ich wollte gerade sagen, warum ist das hier so dunkel? Okay, es regnet. Sehr schön. Dann ist alles andere hier auch. Ach, ich habe vergessen. Natürlich, ich habe vergessen, den Komposter zu benutzen. Das behalten wir alles. So, wegen dem Teig wollte ich das ja eigentlich machen. Dann machen wir das mal eben. Dann bin ich mal gespannt, ob ich da jetzt dann dieses Croissant machen kann. Und wenn ja, ob ich dann eventuell auch das Rezept dazu erlernen kann. Also, dass ich das dann vielleicht auch in einem machen kann oder so. Vielleicht auch nicht, weiß ich ja nicht. Vielleicht muss ich die Sachen auch sammeln über verschiedene Tage, damit ich dann was anderes machen kann. Das kann auch sein. Müssten wir mal ein bisschen ausprobieren. So. Die Sachen kann ich jetzt wieder neu nehmen. Okay, das ist schon mal sehr gut. Deswegen ist es auch sehr gut, dass wir hier, ne, ein größeres Inventar haben. Was wäre eigentlich, wenn ich jetzt die Milch verkaufen würde? Könnte man sich ja auch noch machen. Gut, da kann man eh nur den Teig machen. Dann gucken wir jetzt hier. Nein. Ach so, das war im Moment Kuchenteig. Ah. Wir müssen noch länger warten. Aber meine Idee ist schon richtig. Also, Croissant können wir noch nicht machen. Aber Muffin könnten wir machen. Die Frage ist dann nur, wie lernen wir dann den Kuchenteig? Also den hier, da könnten wir jetzt noch zweimal wiederkommen. Dann können wir den machen. Das ist auch, ach so, Sauerteigstarter ist wieder was anderes. Und hier brauche ich halt normalen Teig für. Aber den normalen Teig, wie kann ich das hier freischalten? Das würde mich echt mal interessieren. Ob man hier andere Rezepte findet, weil sie gibt mir ja nichts, ne? Ich kann auch bei ihr wahrscheinlich keine Rezepte kaufen, oder? Oder muss ich einmal. Moment, oder sind das Rezepte? Nee. Kamillentee, Croissant. Sauerteigstarter, den kann man kaufen. Weil den bräuchte ich nämlich auch. Ist doch richtig, oder? Moment, ich gucke nochmal eben nach zur Sicherheit. Da, Sauerteigstarter. Hier. Aber dann brauche ich da immer noch den normalen Teig für. Also bringt mir das im Moment nichts.
Wenn ich keinen normalen Teig habe. Die Frage ist, kann ich bei ihr auch normalen Teig kaufen? Wahrscheinlich nicht. Weil warum sollte sie Teig verkaufen? Also das geht nicht. Die Frage ist jetzt, wenn ich diese Sachen hier kaufen würde, würde ich dann auch davon das Rezept bekommen? Aber Croissant habe ich so noch nie gekauft, oder? Kuchen, Brötchen, Apfelsaft. Ich will jetzt nichts kaufen, weil ich will den Typen erstmal bezahlen, damit ich auch mal in die Minen oder sowas halt gehen kann. Ah, das ist doch doof. Das heißt, da müssen wir noch 2 Tage machen. Ach ja. Man schläft immer wieder und man hat doch irgendwie nichts getan dann. Das ist echt doof. Das Problem ist halt, was soll ich tagsüber jetzt anderes machen? Ich habe so noch nichts zum Anpflanzen. Also da muss ich den Leuten schon recht geben. Alter, waren die vorher auch schon da? Hatte ich vorher auch diese Bäume hier? Hatte ich nicht, oder? Weil die sind ja auch irgendwie tot, ne, die Bäume. Okay. Die Axt kann ich damit aber auch nicht benutzen. Ich kann aber auch nicht hier dieses Ding benutzen. Kriege ich die denn weg? Da ist was. Was, 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 was? 2 Bärenstühle. Okay. Okay, wenigstens haben wir nochmal Stöcke und Baumstämme. Ich meine, ich finde das natürlich schön, oder fände das natürlich schön, wenn hier Bäume hinkommen würden. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich will es halt nicht, wenn die so verdorrt aussehen. Ich bin mir aber nicht sicher, was ist denn das da hinten eigentlich? Ich bin mir nicht sicher, ob die vorher schon da gewesen sind, ehrlich gesagt. Ich habe die wahrscheinlich gar nicht gesehen, einfach nur. Oh mein Gott. Oh. Ich glaube, wir haben für die nächste Folge noch einen Bereich, den wir erkunden können. Ist das neu? Oder ist mir das einfach nur nicht aufgefallen vorher? Weil das ist jetzt so richtig schön am Leuchten. Ach stimmt, hier habe ich ja den ganzen Löwenzahn hingepflanzt. Ah, Moment, Komposter. Hä? Ach so, der ist noch nicht fertig? Wieso ist der noch nicht fertig? Hätte ich das nicht vorher reingeworfen? Ich weiß es nicht. Also, ich gehe jetzt mit euch nochmal ganz schnell zweimal hin und her, beziehungsweise ich mache das jetzt. Ich schneide das dann raus und wir sehen uns dann gleich wieder und gucken, ob wir dann das erlernen können oder nicht. Bis gleich. Ich wollte das ja eigentlich überspringen, aber wie ihr seht, wir haben Klee. Ich habe, soweit ich weiß, gar keinen Klee hier gepflanzt. Also so langsam scheint es hier doch ein bisschen zu werden. Ich habe nämlich gerade jetzt nur mal schnell den Löwenzahn gegossen. Und ich finde sogar, hier hinten, habe ich die Lupe noch drin, hier ist auch Löwenzahn drin. Ich finde sogar hier hinten an den Stellen, wo eigentlich gar nichts sein sollte, finde ich mittlerweile auch was. Also wie ihr seht, wenn man sich hier ein bisschen drum kümmert, scheint sich das Ganze insofern wieder ein bisschen auszubreiten, dass das wirklich vom Boden her viel schöner wird. Das heißt, ich werde dann auch hier die Dinger nochmal alle abernten, soweit wie es geht, sodass die das nicht aus dem Boden weiter, also die Nährstoffe weiter rausziehen können. Und ja, schau da mal, was da alles so wird, je öfter wir dann schlafen gehen. Das ist jetzt die Endstufe. Ach so, das war wahrscheinlich immer hier dieser Grünschnitt. Könnte ich jetzt ernten? Ich würde sagen, das machen wir mal. Vielleicht gibt es da ja irgendwas mit.
Ja, wir sehen uns gleich wieder. Ihr Lieben, wir haben jetzt den letzten Tag. Ich wollte jetzt eigentlich die Sachen holen gehen. Und wie ihr seht, hier sind überall Bienchen. Oh, das ist ein ganzer Bienen... Alter! Das ist ein ganzer Bienenschwarm, der hier rumfliegt. Wo kommen die her? Jetzt weiß ich, warum es ein Bienensterben gibt, weil die jedes Jahr im Frühling irgendwo an oder im Winter irgendwo anders hinfliegen. Alter! Ihr seht auch schon, mein Löwenzahn sieht auch ziemlich gut aus. Wobei ich den noch ein bisschen größer haben möchte. Oh, da oben sehe ich übrigens auch was. Da oben ist irgendwas Buntes, wenn man da hoch kann. Also wir haben ja noch einiges zu entdecken die nächsten Folgen. Ich weiß nicht... Also ich denke, dass das Bienen sein sollen. Es könnten auch Hummeln sein, so niedlich, flauschig, wie die aussehen. Aber, ich find's heftig. Ich habe absolut keine Ahnung, wo die alle herkommen. Aber ich find's halt eben cool. Die, doch. Die gehen sogar in den Boden rein. Die setzen sich in den Boden. Also ich sehe das jetzt mal als ein magisches und als ein gutes Zeichen an, dass die jetzt hier alle kommen. Das ist Wahnsinn. Also, ich bin echt perplex. Was haben wir denn hier? Das sind die Brennnesseln. Ja gut, die müsste ich jetzt leider sammeln. Es tut mir leid. So, hier haben wir schon mal einen Löwenzahn, der quasi fast fertig ist. Dann hätten wir nämlich auch eine Löwenzahnblüte. Ich weiß ja nicht... Die nehmen wir schon mal mit. Ach so. Für einen Frühlingssalat. Ach cool. Okay. Ich sehe gerade, dann hat sich das Ganze jetzt wieder zurückgesetzt sozusagen. Also wir können quasi warten bis hier. Und dann können wir alles mitnehmen. Anscheinend. Ja, dann gießen wir das Ganze doch nochmal. Ich weiß, das ist jetzt heute eine wahnsinnig lange Folge. Ihr seht auch schon hier, ich habe alles drumherum soweit auch schon mal frei gemacht. So. Ich mache bei denen ja auch mal so ein bisschen Dünger hin. Ich weiß nicht, ob jetzt wirklich Dünger gut... Oh, nein. Ich wollte hier nicht mit einem Hammer vorgehen. Ich weiß nicht, ob da Dünger so gut ist für die Pflanzen. Keine Ahnung. Das lassen wir dann auch mal stehen. Hier meinen Rasen, den möchte ich halt noch so ein bisschen... Aber ich weiß echt nicht, was das ist. Ich weiß nur, es sieht irgendwie ziemlich cool aus, dass hier die ganzen... Ja, Bienen, Hummeln, wie auch immer. Ich denke mal, dass das wohl Bienen sind. Okay, das ist die letzte Stufe. Achso, ich habe kein Wasser mehr. Ah, ja, ist ja gut. Dich habe ich nicht gesehen. Und aus unserem Busch ist ein Baum geworden, oder wie? Okay. Ja. Lassen wir mal so stehen. Warum aus dem Busch jetzt ein Baum wird, das habe ich zwar jetzt nicht ganz verstanden, aber den gießen wir auch mal ein bisschen mit. Ich meine, der braucht ja auch ein bisschen Wasser. Das ist so doof, dass man die dann gar nicht vernünftig gießen kann, ja? Die Brennnesseln. Das muss alles nicht gegossen werden. Na gut, das hier ist halt Rasen. Da müssten wir jetzt noch mal ein bisschen gießen. Da haben wir, glaube ich, schon, oder? Bin ich hier? Ne, ich bin ja noch nicht durchgegangen. Das machen wir nochmal. Aber es sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Also, wenn man sich das mal anguckt. Was ich wohl sehr, sehr gerne haben würde, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man also die UI quasi, diesen HUD ausschalten kann, damit man eben auch schöne Fotos machen kann. Zum Beispiel für Thumbnails oder generell. Ich habe ja auch immer Fotos von den Spielen, die ich mache auf Pinterest. Dass ich die da hochlade. Zack. Ich glaube, ich habe jetzt so ein Bienchen. Oder kann man die vielleicht sogar fangen? Moment. Auf jeden Fall nicht mit den Sachen, die wir haben. Schade. Dann hole ich uns nochmal eben die letzten... Ach so, hier vorne, das wollte ich noch gesagt haben. Da habe ich ein bisschen Dünger dran gemacht und ich habe... Den sieht man, glaube ich, noch. Und ich habe das bewässert. Aber ich glaube, die wirklich so aussehen... Ich glaube, da verbessert sich nichts bei. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob das hier vorne vorher auch so hell war, aber ich denke nicht, dass sich da jetzt so viel verbessert. Ich kann das nochmal gießen, vorsichtshalber. Gucken, ob sich dann vielleicht doch noch irgendwas verbessert, aber ich denke eher nicht.
Ja, dann gehe ich ganz schnell mit euch noch mal rein und schau mal, ob wir dann auch neue Zutaten lernen, wenn wir das Ganze erstellen oder nicht. Beziehungsweise nicht Zutaten, sondern ne, ob wir das Rezept dann erlernen oder ähnliches. Also Rezept erlernen, glaube ich schon, aber ob wir das dann auch freigeschaltet bekommen, sozusagen. Ihr wisst schon, was ich meine. Da brauche ich nicht mehr. Achso, ich muss die Sachen aber erstmal einsammeln, genau. So, das machen wir jetzt mal kurz zusammen. Und wie gesagt, es tut mir leid, dass die Folge so mega lange ist heute. Wobei ich persönlich, ich würde ja solche Folgen immer auch gerne ein paar Stunden am Stück aufnehmen. Also da habe ich auch keine Probleme mit. Aber ja, das Problem ist halt der YouTube-Logarithmus, ne? Wenn man längere Videos hochlädt, die, wo einige halt so sind wie ich, die das gerne am Stück suchten würden beispielsweise, dann läuft man immer Gefahr, dass nur ein gewisser Prozentsatz davon angeschaut wird. Und ja, wenn man einem Kanal helfen möchte, dann ist es immer besser, dass man ein Video anmacht und es einfach laufen lässt. Selbst wenn man es dann auch nicht mehr guckt in dem Moment, wenn man essen geht oder was weiß ich was. Es sei denn natürlich, man möchte es weiter gucken. Aber wenn man einfach dem Kanal helfen möchte, einfach ein Video anmachen und das Video durchlaufen lassen, weil dadurch denkt sich in Anführungszeichen nämlich YouTube, oh, da wird ganz viel geguckt, der hat keine Ahnung. 70% Viewtime von den einzelnen Videos. Das wäre jetzt natürlich extremst übertrieben bei Let's Plays. Aber dadurch wird es halt auch wieder anderen Kanälen vorgeschlagen und dadurch kann ein Kanal wachsen. Dadurch natürlich und dadurch, dass man ihn abonniert und auch Likes gibt. Wobei sogar ein negatives Like auch positiv ist. Also sich positiv aus. Genau, konnte ich nur das hier machen. Sich positiv auswirkt. Ja, machen wir mal den Muffin. Beziehungsweise 10, genau. Wir haben 10 Muffins gemacht. So, aber gelernt haben wir jetzt nichts, ne? Hier können wir auch nichts Neues machen. Okay. Schauen wir mal. Jetzt testen wir das Ganze mal. Ich meine, ich brauche die Muffins ja nicht, deswegen. Hallo? So, da rein. Ziehen. Zack. Das erstmal raus. Und verkaufen. Das sind gerade mal 6 Stück. Okay, Muffin. Das wäre dann einmal. Kriegen wir 6 Stück mit. Aber wir kriegen halt immer 10 Stück. Deswegen schreibe ich mal in Klammern 60. Das wäre natürlich nicht schlecht. Da müssten wir dann aber auch entsprechend viele Tage für hingehen. Wir machen es jetzt mal so. Das können wir natürlich jetzt in dieser Folge nicht mehr machen, weil das dauert ja ein bisschen. Das hat der ja selber auch gesagt. Wobei ich glaube, länger als einen Tag würde es nicht dauern. Da bin ich mir nicht sicher. Aber das schauen wir dann in der nächsten Folge halt mal nach. Wir nehmen den einen, tun den da rein. Deswegen setze ich die jetzt mal zur Erinnerung hier oben rein. Ja, und dann warten wir einfach mal ab, wie viel wir dann bekommen. Ihr Lieben, das Video ist jetzt schon so wahnsinnig lange geworden und es tut mir auch wirklich leid. Das heißt irgendwie nicht, weil wir haben dann am Ende doch ja noch einiges machen können. Auch wenn das jetzt nicht so viel war, weil wir halt mehr hin und her gelaufen sind letztendlich. Aber ich habe einiges jetzt herausgefunden. Also die Muffins, die sind nicht schlecht, aber da müssten wir halt jeden Tag einmal tatsächlich dahin, müssten die ganzen Sachen einsammeln. Die Brennnesselsuppe ist ähnlich, aber dann wären die Muffins eigentlich besser, weil dafür müssten wir nämlich nichts machen, außer halt dahin gehen. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das mit den Muffins finde ich keine schlechte Idee. Es dauert zwar, ich glaube 3 Tage, nee, 3 oder 4 Tage haben wir jetzt gebraucht. Aber wir bekommen halt, wenn wir die komplett verkaufen, immer 60 raus. Beziehungsweise, wir müssen halt noch testen, wie es dann hier vorne in dieser Kiste ist, ob wir da eventuell noch mehr rausbekommen würden. Entsprechend wäre es natürlich cool, ja, wenn es jetzt einfach doppelt so viel wäre oder sowas, das wäre natürlich richtig cool, weil dann hätten wir auf einen Schlag 160, was wir dann bekommen würden. Also mit einmal Muffins herstellen und das wäre schon richtig, richtig geil. Ja, der Rest, den kann man vergessen. Also die Kartoffeln,
wenn wir jetzt eine Kartoffelsuppe oder irgendetwas machen würden oder irgendwas mit Kartoffeln, würden wir sicher mehr rauskriegen, nehme ich mal an. Aber Kartoffeln haben auch nicht so viel gebracht. Der Kuchen, glaube ich, hat auch irgendwie nur so zwei oder sowas gebracht. Oder ich hatte zwei reingetan, dann hat er nur einen gebracht, bin mir nicht sicher. Aber die Muffins, die könnten vielleicht unser geheimes Geldfarmrezept werden. Ich hoffe zumindest, dass wir sowas finden werden, auch wenn es vielleicht mal ein paar Tage dauert. Weil ich brauche halt wirklich Geld, damit ich noch was machen kann. Und das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge herausfinden, wie viel wir für die Muffins hier vorne in der Kiste bekommen. Und wir werden uns die Gegend hier bei uns im Haus dann auch nochmal genauer anschauen. Weil da habe ich schon zwei Sachen gesehen. Einmal, wo wir reingelaufen sind. Und einmal, wenn ich das richtig gesehen habe, kann man wohl Geröll freiräumen und kann da in eine Höhle gehen. Und das wäre richtig, richtig cool. Also da bin ich echt drauf gespannt, ob wir da dann irgendwie vielleicht noch sowas wie Kupfer oder sonstige Erze finden werden. Da bin ich echt gespannt drauf. Ja, dann sage ich jetzt mal einfach danke fürs Zuschauen. Wir sind endlich durch. Und bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!